Fasnetzgeflüster, der vorletzte Teil der ganzen Saison 2021, die leider ja dieses Jahr nicht so ausgefallen ist, wie man es sich erhofft hatte. Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht und heute stehe ich vor der Wahl. Was trinken wir? Ein Radler oder ein Hels? Gut, ich glaube, das Helle habe ich schon auf. Und dann bleiben wir bei dem. Wir haben es auch schon eingeschenkt. Von daher zum Wohl. Denn hier geht es heute wieder um ein Festle Bier von der Familienbrauerei Schimpf und in unserem Quiz. Mal sehen, wie sich meine heutigen Interviewgäste schlagen. Wir sind jetzt gleich in Bühl, aber erst nehmen wir mal einen Schluck. Und jetzt lassen wir es Fasnet werden und ich hole mir es dazu. In Bühl sitzen sie in ihrem Keller, die Herren, der Daniel, das habe ich jetzt mitkriegt, ist der Präsident und der Kollege, wie heißt er? Ich bin der Heckel, ich bin Dahlhex. Okay. Also, Bühl. Bühl. Das ist der Helmut, genannt Heckel, genau. Alles klar, jetzt haben wir es. Helmut und Daniel, genau. Also, in Bühl, das ist ja so zwischen Rottenburg und Tübingen gelegen, also mehr an Rottenburg dran. Da wird Fasnet jetzt natürlich auch groß gefeiert und es hat ein paar Besonderheiten. Und als erstes würde ich mal sagen, stellt doch mal so eure Figuren vor, was alles so dazugehört. Zuerst möchte ich dich herzlich begrüßen, Frank, und Dankeschön für die Einladung, dass wir uns auch vorstellen dürfen in deiner Serie. Mit mir drei kräftige Schägede, Mägede, Schägede, Mägede, Schägede, Mägede, kommet. Auer mal. Seid schau da, bleibe da, geht nicht mehr heim. Das ist so unser genau. Ja, also dann bleiben wir lieber daheim, das ist sowieso besser da, wenn es gerade draußen, wenn man ausguckt, schneit wieder und wir haben doch nochmal ganz ordentlich der Winter kriegt. Aber ja, jetzt mal zu euren Figuren. Zwei sieht man ja da direkt dahinter. Genau, also zwei davon sieht man im Hintergrund. Zu der Hexe wird der Heckel nachher noch was sagen. Die Fasnet in Bühl ist ja als katholischer Flecke schon sehr, sehr alt. Die gab es ja schon im vorigen Jahrhundert oder auch lang davor. Und man hat eigentlich dann irgendwann mal versucht, das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken. Und dann hat man 1964 die Zunft gegründet, um hier gewisse Struktur reinzukriegen, um auch an andere Umzüge teilzunehmen und so weiter. Unsere älteste Figur, die gibt es ja schon ewig, das ist der Schägemegge. Ist witzigerweise die Figur, die eigentlich als letzter in die Zunft gekommen ist. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Der Schägemegge habe ich mal hier so als Miniatur mitgebracht. Mhm. Er ist gekennzeichnet durch einen sogenannten Gox. Der ist der napoleonischen Offiziershüte nachempfunden. Man sagt, dass als die Besetzung durch Napoleon beendet war, sind die Jungen praktisch durch die Flecke gesprungen und haben die zurückgelassene Offiziershüte geschnappt und sind damit in der Gegend rumgesprungen. Der Schägge hat auch keine Maske im eigentlichen Sinn, sondern im Moment gerade Corona-konform hat er einfach ein Pesttuch übers Gesicht. Das ist auch ein Zeichen für die damalige Zeit. Man hat nicht viel Geld gehabt. Man hat mit den einfachsten Mitteln sich eine Maske zugelegt. Und man sagt auch, er hat die Pesttode aus dem Haus geholt und hat sich für jeden einen Flieger ans Häsner gehängt und sich mit seiner Glocke hinter angekündigt, dass er jetzt kommt. Gehört auch noch ein Staubwedel dazu. Hinter gibt es noch ein Hanf als Haar. Ja, und so ist der Schägge entstanden. Ist immer als freie Figur durch die Flecke gesprungen und hat eigentlich ein bisschen für Schrecken gesorgt. Wir haben erst vor kurzem mit einer über 80-Jährigen unterhalten, die sich noch gut erinnern kann, als kleines Mädle im Flecke dagestanden zu sein und hat die Schägge kommen sehen. Und dann haben sie zwischen Angst und Mut haben sie dann geschrien, Schägge, Mägge, kommet auch mal. Und dann sind die denen natürlich hinterher und haben sie dann irgendwann verwischt und haben sie meistens in irgendeinen Schuppen gesperrt und mit einem Rußlappe eingeschwärzt.
So war das. Also das ist schon ganz lange Brauch hier in Bühl. Ja. Und das Kostüm hast du auch an, oder das Häs vielmehr gesagt. Ja? Das Häs habe ich auch an, genau, das ist meine Ursprungsgruppe. Ja. Ja. Hat noch ein Herz auf dem Rücken, ein rotes Herz, das dann die Lebendigkeit und das Leben symbolisiert. Okay. Genau. Sehr gut. Ja. Im Hintergrund sieht man schon eine von unseren Schlosstrotzer. Wir haben zwei Masken. Die sind beim Bühler Schloss, also wir haben ja hier ein schönes Schloss in Bühl. Und auf der Nordseite vom Schloss sind zwei Schreckensfratzen angebracht, die einen alten Brauch aus dem Norden, also das soll praktisch die bösen Geister aus dem Norden fernhalten. Deswegen hat man da die Schreckensfratzen angebracht. Und die standen dann im Prinzip Pate und wurden dann abgenommen und haben dann im Laufe der Jahre so ihre jetzige Form gefunden. Es gibt einmal die Maske, die man im Hintergrund sieht, und dann gibt es nur eine schöne, die mit einem aufgerissenen Maul der Gegenpart bildet. Das Häs vom Trotzer wird auch durch Flecker markiert mit vier verschiedenen Farben. Die sollen die vier Jahreszeiten symbolisieren: Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und mit ihren Glockensträngen, die über Kreuz, über die Brust hängen, vertreibt man praktisch den Winter und treibt ihn aus. Sehr gut. Genau, im Hintergrund haben sie dann ein Schaffell wird dafür genommen. Und es gibt auch noch einen schönen Stecker. Wir sind ja die Zeitlose in Bühl. Zeitlose, das ist auf dem Stecker ist dann noch eine Uhr abgebildet ohne Ziffern. Genau. Okay. Sehr gut. Und dann, was habt ihr dann noch hinter dem Helmut? Was ist das noch für einer? Das, ja, 1976 sind dann die Talhexer zur Zunft gekommen. 76 war es noch 5 Stück, ein kleiner Haufen. Und es ist immer noch ein kleiner Haufen. Es sind 13 Hexer, wo aktiv sind. Dazu kommt eine Ersatzhexe, mehrere alte Hexen, die dürfen aber momentan nicht mitlaufen, weil wir uns auf 13 Hexen begrenzt haben. Die ersten Jahre hat man probiert mit Frauen. Das hat aber nicht so funktioniert. Dann haben wir das wieder fallen lassen und seither dürfen bloß noch Männer zu der Hexe kommen. Das Häs ist geblümte Bluse, bunter Rock. Jede Hexe hat eine eigene Farbe, also keiner sieht aus wie der andere. Die Masken nicht von einem Schnitzer entworfen, sondern von einem Bildhauer. Deswegen jeder Schnitzer schlägt Hände über den Kopf zusammen, wenn wir sagen, wir brauchen eine Maske. Jede Maske auch andere Farbe, bisschen anders, aber im Großen und Ganzen von weitem sieht man immer sofort, das ist ein Bühler-Talhex. Bühler-Hex ist ja Unikat, jede Maske Unikat und trotzdem vom Charakter her ähnlich. Genau. Passt doch wieder zusammen, ja. Na, noch der Teufel, der erinnert ein bisschen auch so an den Alan, kann das sein? Ja, also die Bühler, man sagt, die Rauterburger haben das Biel der Alan gestohlen. Im Vorbeifahren. Sagen wir, und wir sagen es natürlich andersrum, weil die gleiche Maske ist natürlich in Rauterburg auch im preußischen, im alten Gebäude an der Wand gehangen. Wahrscheinlich war das der gleiche Bildhauer damals, wo das gemacht hat. Ist inzwischen weg, ja. Ja, inzwischen ist sie weg. Aber daher kommt die Ähnlichkeit. Jetzt, okay. Die Maske gab es hier an mehrere praktisch ältere Gebäude und so weiter. Genau. Sehr gut, aber ja. Am Bühlerschloss hängt sie schon sehr, sehr lang. Also beide. Okay. Also diese zwei Figuren sind so jetzt eure Hauptfiguren. Aber wenn man auf der Homepage schaut, es gibt doch noch einiges mehr, was ihr zu bieten habt in Bühl, oder? Also wie gesagt, unsere Lumpen haben wir normalerweise immer mit dabei, die vorne rauslaufen bei jedem Umzug. Die haben sich vor knapp 2 Jahren einen unerlaubten Urlaub genehmigt. Ja, also wir haben im Moment keine Lumpen mehr, das hat sich ein bisschen verlaufen, sind am Suchen, sind aber trotzdem, was im Flecken so abgeht, haben wir trotzdem immer Musik, weil wir hier einige Musiker haben, die haben wir einen zusammengewürfelten Haufen, das passt ganz prima. Eine gute Musik muss nicht immer perfekt klingen, sondern
Wichtig ist, dass es Stimmung macht und für den Takt sorgt, für den nötigen. Ja. Da helfen wir uns gerade so ein bisschen aus. Ja, da kann man schon auch was zusammenbringen. So ist es nicht, denke ich doch. Gell? Genau, das funktioniert ganz gut. Richtig. Ist immer gut, gell? Genau. Ihr habt, wenn ich auch gerade nochmal so das Bildmaterial sichte und auch auf eurer Homepage, man sieht es einmal wieder, es gibt da ein paar schöne Veranstaltungen, die ihr da durchführt, gerade auch mit den Hexen und gerade und in Verbindung mit dem Schloss natürlich auch, gell? Das Schloss, also unser Schlosssaal, ist ja früher ein Saal am Schloss gewesen. Den haben wir abgebaut und wieder frisch aufgebaut, um ihn für die Narren zu nutzen. Und deswegen ist eigentlich alles irgendwie mit dem Schloss im Hintergrund. Das ist unsere Heimat. Das Schloss, Bühler Schloss ist unsere Heimat. Genau. Man muss dazu sagen, der Schlosssaal, der war am Bühler Schloss angebaut, war aber nicht die Ursprungsform, hat da eigentlich nicht hingehört. Und im Zuge des Rückbaus vom Bühler Schloss musste dieser Schlosssaal weichen. Da wurden jahrzehntelang wurden da super Fasnacht gefeiert. Der damalige, also unser Ehrenzunftmeister, der Anton Biesinger, der leider verstorben ist im letzten Jahr, der hat dann das Heft in die Hand genommen und hat geguckt, dass wir diesen Schlosssaal da abtragen und ihn praktisch vor dem Müll bewahrt. Und dann haben wir den Platz gefunden in der Knollstraße Richtung Baggersee bei uns unten und haben da unsere Heimat neu aufgebaut. 1984 war er dann fertiggestellt. Und seitdem sind wir, ist der Schlosssaal eigentlich nach wie vor bekannt im ganzen Goi. Für gute Festland. Aber was man noch sagen müssen, bei der Hexe gibt es natürlich noch eine ganz tolle Einzelfigur. Okay. Die wollen wir nicht unterschlagen, da hast du auch ein ganz tolles Bild von uns gekriegt. Ja, das ist der Rutzen, das ist ein Zwerg. Wir haben ja, jeder hat ja irgendwo, oder viele haben einen Teufel in der Gruppe, eine als Einzelfigur. Und wir haben gesagt, wir brauchen keinen Teufel, wir brauchen was, wo mit uns im Wald lebt, mit der Hexe zusammen und soll aber trotzdem eine einzelne Figur sein und das ist dann dieser Rutznasenzeug. Das war eine Geschichte, die schon lange in der Schublade lag, ja. Und dann wurde das in den 90er Jahren endlich umgesetzt und die Hexe haben sich damals getroffen im Wald und haben so lange knetet, bis sie mit Knetmasse haben sie dann gesagt, so muss die Maske aussehen und der Schnitzer hat bloß die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, aber da ist was ganz Tolles draus geworden. Und es ist auch eine Einzelfigur. Genau. Okay, also ein richtiges Unikat, kann man sagen. Unikat, der die Hexe immer begleitet. Genau. Gut. Ja, wie sieht so euer Narrenfahrplan aus? Aber ich glaube, das machen wir jetzt dann erst nach dem Quiz. Jetzt ist nämlich wieder so die Quizzeit. Okay. Seid ihr bereit? Wir probieren es, genau. Bleibt euch ja nichts anderes übrig. Gell? Mal bloß wieder gucken. Genau, so, da sind wir. Also, fangen wir mal an mit der ersten Frage, die da lautet. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Genau. Geht um die Germanenpfetzer. Die haben auch eine Garde, und also die, wo wir letzte Woche hatten, von der Germanenzunft. Genau. Welcher Farbton neben Schwarz kommt in der Kleidung der Germanenpfetzer und auch in deren Garde vor? Ist es ein Blau, ein Grün oder ein Orange? Also, wenn ihr richtig aufpasst, dann war das ein Orange. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht täusche. Nein, da täuschst du dich nicht, das ist schon mal richtig. Und ich notiere die ersten 5 Punkte mal, genau. Schon mal richtig. Oh. Weiter geht's mit der Frage 2. Da geht's zu den Hirlinger Schlosshexen in geselliger Runde. Was stellen die selbst her? Besen, Schuhe oder ihre Laterne? Das habe ich auch gesehen. Ha, aufpasst! Das waren die Schuhe, was unsere Hexe übrigens auch gerne macht. Ja. Das verbindet uns ein bisschen, ja. Genau. Sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir schon die Frage Nummer 3. Da geht es um einen Narrenruf. Roy Weible, der Narrenzunft Eitrach. Noe Tudler, Ofen Nudler. Noe Tudler, Schupfnudler oder
Neue Trudler, Schneckennudler. Was rufe dir? Da muss ich jetzt raten, aber ich würde fast die Schneckennudler sagen. Ja, Schneckennudler, also, glaube ich. Das könnte ich mir vorstellen, dass die auch dabei haben und auch verteilt im Volk beim Umzug. Also wir sagen mal C, Noi Trudler, Schneckennudler. Nee, in dem Fall muss jetzt die Ofennudler sein. Schade, okay. Das ist aber wahrscheinlich auch so was Ähnliches vom Gepäck her. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber. Ja. Ich kann mir vorstellen, ja. Aber mit Sicherheit wird es das verteilen wahrscheinlich. Genau. Ja. Dann Frage Nummer 4. Narrenzunft Pfullendorf besteht aus 8 Zunftgruppen. 3 werden hier genannt. Welches ist die älteste? Entweder die Hexen, die Schalweiber oder die Niedler. Also von den 3 zumindest mal die älteste, ne? Gute Frage, nächste Woche. Niedler klingt exotisch. Klingt exotisch, ja. Also ich würde sagen, die Schallweber. Da kommen die Hexe raus. Die Hexe, okay. So, man darf einmal. Ja. Die neue Mode. Aber jetzt nicht verzagen, es können immer jetzt dann mal dann noch 50 Punkte dazukommen, man weiß es nicht. Gut. Frage 5. Bis in welches Jahr hinein reichen die Wurzeln der Narro-Altfischerzunft Laufenburg zurück? 1386, 1586 oder 1786? So, da ruhig mal weil ich zuschlage. Ganz tief graben. Ganz tief graben. Ah, da geht es bestimmt bis 1386 zurück. Jetzt willkommen wir da drauf. Keine Ahnung. Ja, nee, stimmt schon. Richtig, genau. Ja, okay. Naja, das sind die alten Dinger da. Also, die Fischer gab es ja schon immer und ja, ja. Das macht eigentlich Sinn. Genau, dann haben wir da nochmal 50 drauf, dann sind wir bei 65, genau. Was aber nichts zu sagen hat noch, es kann immer, vielleicht wenn eure Fans und Mitglieder da jetzt noch richtig zuschlagen beim Anschauen der Videos und beim Teilen und Liken, das zählt jetzt alles noch mit dazu, da noch kräftig dabei sein bis zum Aschermittwoch, da vergeht man dann noch die Möglichkeit, dass man das auch noch mit reinrechnen und entsprechend punkten können. Bislang, ich sage es gerade mal, sind die Biesinger Butzen, die sind gerade führend. Okay. Aber wie gesagt, es gilt an alle Narrenzünfte, da ruhig nochmal jetzt Vollgas geben. Genau. Ja, Narrenfahrplan, da kommen wir jetzt nochmal dazu. Wie sieht es denn da aus? Was steht normal an, wenn normales Programm wäre, kein Corona und dann leider, was habt ihr in der Corona-Zeit gemacht? Das einmal so nochmal. Bei uns in Bühl gibt es ja eigentlich was Besonderes. Wir haben jetzt nicht zwingend das Abstauben, wie es die meisten machen, sondern bei uns startet die Fastnet eigentlich so richtig am 2.2. Das ist Maria Lichtmess. Da kommen dann unsere Dalhexe aus dem Tal und verkündet, was das Jahr so alles bringen wird. Das kommen dann rein auf unseren Rathausplatz, der sogenannte Lajare, und machen dann ihr Hexenorakel. Und das ist eigentlich so traditionell unser großer Auftakt. Selbstverständlich sind wir davor auch schon unterwegs und besuchen diverse Umzüge oder Abendveranstaltungen, je nachdem, wo man eingeladen war und wo man zugesagt hat. Dann geht's, ja, das haben wir dann auch dieses Jahr ganz speziell gemacht, Corona-mäßig sind die Hexe ganz mit Abstand im Wald gewesen. Man hat sie heimlich gefilmt und hat das Ganze dann zu einem schönen Video zusammengeschnitten. Unsere ganzen Narren haben gezeigt, wie es daheim aussieht, wie feiern wir Fasnet daheim, was haben wir für Deko, was haben wir für Wandbilder, was haben wir für Fensterbilder. Das haben wir alles zu einem schönen Video gemacht, gibt es auf Facebook und auf Instagram zu sehen. Und da wurde dann auch im Anschluss dann das ganz besondere Eschedeide 2021 gezeigt. Mhm. Okay. Kam gut an.
Ja. Hat sehr viele Klicks gekriegt. Also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei 900 oder ich weiß gar nicht genau. Muss ich nachschauen. Ja, dann wäre am Mittwoch vom schmutzigen Donnerstag ist unsere Schlossstürmung. Da haben wir dann, kommen die ganzen Trotzer, stehen vor dem Schloss und tun im Prinzip den Burgherrn, Schlossherrn, Original Bühlerner Trotzer Gloggerhopser präsentieren. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben drei Trommler, die einen riesen Spektakel machen und auf die Klänge von diesen Trommelschlägen führen die dann den Original Bühlerner Trotzer Gloggerhopser vor. Im Anschluss gibt es eine kleine Ansprache vom Gruppenleiter mit Trotzer und danach wird es praktisch können die Trotzer ins Schloss hinein und so das Schloss symbolisch unter Beschlag nehmen. Das ist dann immer Mittwoch. Dann eigentlich ein schmutziger Tauschstieg. Da haben wir eigentlich ein ziemlich großes Programm. Da sind wir morgens mit Musik und alle Narren unterwegs zu den Kindergärten. Wir haben hier zwei in Bühl, einmal der katholische, einmal der städtische. Die werden von uns nacheinander besucht. Es wird ein bisschen geschunkelt, es wird getanzt, es gibt ein paar Bombole, es gibt Schlotzer. Und gegenüber vom städtischen Kindergarten ist dann auch die Grundschule Bühl. Da läuft dann das Gleiche ab, dass man sich dann die Kinder abholt aus dem Klassenzimmer und dann gemeinsam in der Turnhalle oder bei schönem Wetter auch draußen auf dem Schulhof wird auch Musik gemacht, geschunkelt, getanzt, Spaß gemacht und die Schüler praktisch befreit. Okay. Dann haben wir in unserem Workhäusle, haben wir eigentlich mittags dann immer ein Spanferkel gemacht, das dann zum Kauf angeboten wird, Spanferkel im Weckle. Und Ja, die Hexe, die kommt irgendwann einmal aus dem Wald und dann wird Feuer gemacht im Ort und da gibt es den Glühwein. Ja, und so verbreitet man sich der Tag. Da kommt dann die eine oder andere Gruppe, macht Musik, Natschare. Und bis dann mittags oder gegen Abend dann das Rathaus gestürmt wird. Da müssen wir noch dazu sagen, jetzt haben wir das letzte Jahr das allererste Mal unseren Narrensprung am Bogenbrückle. Also uns ist schon der Bühler Bach und da gibt es ein schönes Bogenbrückle, ein altes Brückle. Da ist normalerweise immer am Dienstag, Fasnets Dienstag, nach unserem Umzug der Narrensprung und die Fasnetzpredigt abgehalten worden. Dann hat man sich überlegt, Mensch, da hat man gar keine Zeit, nach dem Umzug. Nach dem Umzug sollte man gleich wieder in irgendeinen Stand und schaffe, Pommes machen, Bier verkaufe, was auch immer. Und dann kam man auf die Idee, komm, lass uns das doch am Donnerstag machen, vor der Rathausstürmung. Das haben wir letztes Jahr das erste Mal durchgeführt, kam sehr gut an. Unsere Narren waren richtig happy, dass sie mal wieder richtig Zeit hatten, auch dazu zu gucken. Die Zuschauer waren begeistert. War eine tolle Sache. Ein bisschen zu früh haben wir es gemacht, aber wir haben gesagt, gut, wenn es dieses Jahr gewesen wäre, hätten wir die Uhrzeit ein bisschen verändert, sodass man dann im Anschluss direkt rüber kann auf der Natschare, um dann dort praktisch der Schuldes abzulösen. Da gibt es dann auch nochmal unseren Original Bühlermer Trotzer Glockenhopser. Der weckt praktisch der Schuldes auf dem Rathaus. Und die Schäckemecke gange dann rein und hole dann raus, die trage den meistens raus, wo dann vorm Rathaus die offizielle Schlüsselübergabe, in dem Fall an mich, durchgeführt wird. Und danach übernehmen wir für die nächsten 5 Tage die Regierung in Okay. Bühl. Sehr gut, sehr gut. Prima. Was ich auch noch gesehen habe, diese Narrenmesse, was hat denn da damit auf sich? Die Narrenmesse ist eigentlich immer am Sonntag, am Fasnetzsonntag. Die wird vorm Umzug durchgeführt und da kommen dann, sind dann alle herzlich eingeladen, normalerweise ohne Glocke, also im Häs, ohne Maske, ohne Glocke, an der Narrenmesse teilzunehmen. Die dürfen wir dann auch mal ein bisschen mitgestalten, das wird auch schön dekoriert. Es hat einen Fasnetzanstrich, also da geht es auch um die Fastenzeit. Und gibt es auch ein bisschen Musik und vor der Kirche wird dann danach noch mit Musik, sei es jetzt früher mit der Lumberkapelle oder jetzt mit Akkordeon oder welche Musiker eben gerade Zeit haben,
wurden geschunkelt und ein bisschen Bolognese gemacht. Also das ist schon mal eine ganz nette Geschichte. Sehr schön. Ja, und jetzt eben durch Corona leider 2021 die Saison fällt dünn aus, wenn überhaupt was stattfinden kann, gell? Richtig, ja. Wir haben da auch viel im Online gemacht, so wie es andere auch gemacht haben schon, oder? Ja, es gab das ein oder andere Filmchen, dann kleine Rückblicke, was haben wir denn letztes Jahr gemacht, oder wir haben gratuliert, wir wären jetzt auf dem Jubiläum gewesen in Kiebinger, wo man nicht hin konnte, die konnten auch nicht feiern. Dann nicht nur online, man hat jetzt ganz aktuell, unsere Jugendleiterin hat ganz tolle Päckchen gepackt für die Jüngsten in unserer Zunft, wo dann Fußmalbilder, Konfetti, Luftballons, Schlotzer, ein bisschen Süßigkeiten, genau. Und die haben sie jetzt heute verteilt. Es kam super an. Man hat gesehen, es kamen schon einige Nachrichten in der Trotzergruppe. Ja. Die haben sich alle super gefreut, dass man sowas gemacht hat. Ja, genau. Ja, also muss ich ja da immer doch ein Stück weit in Erinnerung rufen, dass man überhaupt noch wahrgenommen wird, dass man nicht ganz in Vergessenheit gerät, oder? Ja, das ist richtig. Man hat auch den Flecker geschmückt, das ist schon so ein Grundsatz, das gehört einfach dazu. Genau. Zumindest ein Teil davon wurde geschmückt, Bändel aufgehängt, Schild aufgehängt mit unseren Veranstaltungen, wo dann halt Rauchstand ausverkauft. So als kleiner Gag. Also dass man ein bisschen sieht, es ist Spaß an dem Flecker. Und ich denke mal, die nächsten Tage wird der ein oder andere vereinzelte Narr noch sich zeigen und ein bisschen durch den Flecker laufen. Was eben Corona-konform erlaubt ist. Genau, richtig. Was vermisset ihr jetzt dann eigentlich so jetzt in der Corona-Saison sozusagen? Also am meisten, was du vermisst, ist einfach das Miteinander. Miteinander lustig sein, miteinander Stimmung, das ist einfach, das fehlt natürlich auch. Ja. Du kannst eigentlich schon viel mit online machen, mit Videos, aber das ist einfach, es ist nicht das, wie wenn du jetzt wieder zusammen sitzt und jetzt schon da zum Beispiel. Das ist kein Ersatz, du willst die Leute, du siehst viele, auch mir geht es auch auf die Umzüge so, du kennst ja mittlerweile die ganze Zünfte, du triffst immer Leute, die umarmst, da freust dich. Das geht mir jetzt total ab. Also das. Einfach dieses, ja, manche sehe ich wirklich einmal im Jahr und das ist dann einfach immer wieder schön. Mit denen zusammenstanden, ein bisschen schwätzen, was war los, was ist los, was machen wir und ja, einfach Spaß haben. Ja, klar, das fällt überall irgendwo, dieses Gemeinsame, egal wo du hinguckst. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt eigentlich so, wenn man dann alle Figuren und so zusammennimmt? Wir haben jetzt um die 370, ja, davon sind es, ich glaube, 55 Junge, sind jetzt nicht alle von denen, sind jetzt unbedingt aktiv. Es gibt auch einige Passive, die nach wie vor der Zunft die Stange halten. Dann der Heckel hat es ja vorher schon gesagt, es gibt viele Althexer, die dann auch mit dürfen. Also auf den Umzug dürfen immer nur die 13 Hexer mit. Und wenn dann jemand ausfällt oder so, da gibt es dann auch Anfrage von der Althexe, sage, komm, dann kann ich jetzt mit. Gell? Also man kann sagen, wir haben vielleicht, sagen wir mal ganz, also wenn wir 150 Aktive, so ungefähr kann man sehen. Ja, prima. Also wenn einmal schön Wetter ist, dann springen die auch alle auf der Straße rum. Das sieht man dann genau. Das ist doch ein schönes buntes Bild dann, wenn das ja, alles genau auf der Straße los ist, dann genau. Und ja, Brauchtum gehört einfach dazu und ich finde schön, dass man das alles auch noch pflegt und hoffentlich noch lange erhalten bleibt. Ja. Und auch eben weitergibt dann die nächste Generation, die das dann hoffentlich dann auch irgendwann mal so weitergibt. Genau. So ist es. Pflege des Brauchtums, genau. Wunderbar. Da haben wir doch schon ein bisschen was erfahren. Da wünsche ich euch noch ein paar nette Tage mit euren Figuren sozusagen, mit eurem Brauchtum. Und vielleicht können wir es dann nächstes Jahr 2022 dann wieder hoffentlich gemeinsam feiern und wäre doch eine schöne Sache dann. Das wollen wir auch sehr gut, genau. Ja? Da gab es einige Jubiläen, die jetzt ausgefallen sind, die wir dann hoffentlich nachholen können. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, dann darf ich nochmal mit eurem Schlachtruf enden. Der so machen wir es. Dürfen wir jetzt loslassen. Lieber Frank,
herzlichen Dank nochmal, gell, dass Gerne. du uns hier so eingeladen hast und ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen was Interessantes erzählen. Und auf uns alle und auf eine glückselige Phase ein drei kräftiges Schägede! Megede! Schägede! Megede! Schägede! Megede! Kommt auch mal! Seid schon da, bleibt da, geht ja nicht mehr rum. Das ist immer noch der Aufsetzer sozusagen noch. Genau, prima. Okay, dann, wie gesagt, macht's gut und bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann in Bühl.